Nächster Redner ist jetzt Michael Schnidlitz von den Freiheitlichen. Über die Arbeit dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Und unterm Strich kann das auch sehr kurz ausfallen. Es ist einfach Zeit, ja, für Neuwahlen, sehr geehrte Damen und Herren. Seit 2 Jahren Rücktritte, Chaos, Korruption, ein Versagen auf jeder Linie. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn der normale Bürger draußen so arbeitet, wie diese Bundesregierung arbeitet, dann hat er entweder die Selbstreflexion einzusehen, dass er es nicht kann und nimmt seinen Hut, oder er ist am nächsten Tag fristlos entlassen und es wird auch Zeit, dass wir diese Regierung fristlos in die Wüste schicken. Aber Sie klammern sich an Ihre Ministerien oder die Ruinen, die davon noch übrig sind, weil Sie längst durchschaut haben, dass die ÖVP und die Grünen von der österreichischen Bevölkerung nicht mehr wählbar sind, nach all den Korruptionsskandalen, nach all dem Versagen und, sehr geehrte Damen und Herren, nach all dem, was Sie den Menschen in den letzten 2 Jahren angetan haben. Und da muss man auch ergänzen, weil es auffällig ist, sehr geehrte Damen und Herren, dass überall, wo es besonders grauslich und hart worden ist für die Österreicherinnen und Österreicher, auch die Roten und Rosaroten dabei waren. Überall ist Randy Wagner und sie ist die SPÖ dabei, wenn es richtig grauslich für die Menschen in dem Land wird. Egal, ob es der Impfzwang war oder egal, ob es jetzt ihre unverantwortlichen Sanktionen sind, die Österreicherinnen und Österreicher als erstes treffen. Da sind sie schon fast eine Einheitspartei in diesem Haus und sie haben zu verantworten, was da Tag für Tag den Menschen in diesem Land mehr angetan wird. Aber die Menschen durchschauen das schon draußen, die durchschauen das schon, dass auch die Sozialdemokraten bei dem Ganzen immer in erster Reihe mit dabei sind. Weil es nur noch eine einzige Partei gibt, die in diesem Haus Politik auf Augenhöhe für die Menschen macht, das ist die Freiheitliche Partei, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich weiß, dass Sie ein Problem damit haben, Politik auf Augenhöhe mit den Menschen zu machen. Das sind nämlich diejenigen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie glauben, dass Sie unbeobachtet sind, die Sie alle in Ihren Chats als Pöbel bezeichnen. Und ich sage Ihnen einmal in aller Deutlichkeit, wir haben kein Problem damit, dass wir auf Augenhöhe Politik mit den Menschen machen, selbst wenn Sie dann uns auch als Pöbel bezeichnen, weil wir 100-mal lieber an der Seite des Volkes stehen, anstatt bei Ihnen und Ihrer Arroganz auch nur irgendwo anzustreifen oder Teil dieses abgehobenen politischen Systems zu sein. Wir haben schon als einzige Partei in diesem Haus gemeinsam mit der Bevölkerung geschafft, dass wir ihren Impfzwang zu Fall bringen. Als einzige Partei gemeinsam mit den Menschen in dem Land. Danke den Hunderttausenden, die mit uns gemeinsam angedockt haben. Und ich verspreche Ihnen, während Sie sich jetzt alle verabschieden in die Sommerpause, werden wir den Schulterschluss mit der österreichischen Bevölkerung suchen und werden auch Ihre unverantwortliche Sanktionspolitik ein Ende bereiten, weil es nicht sein kann, dass die Menschen draußen den hohen Preis für ihre Kriegstreiberei und ihre Sanktionen bezahlen. Wissen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen erwarten sich ganz einfach in dieser harten Zeit Politiker, die das Land durch die Krise führen. Sie haben das heute leider auf den Kopf gestellt. Sie führen nicht das Land durch die Krise, sie führen permanent die Krise durch das Land. Aber auch das werden wir wieder umdrehen und zurück auf richtige Füße stellen. Weil Schluss sein muss mit dieser Politik am Rücken der eigenen Bevölkerung. Das Rezept, sehr geehrte Damen, dagegen heißt Neuwahlen. Also geben Sie endlich den Weg dazu frei, damit der Schaden für die Menschen nicht Tag für Tag größer wird und damit wir gemeinsam mit den Leuten draußen das wieder gerade rücken können, was Sie längst verrückt haben. Es wird Zeit, dass endlich wieder Politik gemacht wird für die Leute und nicht gegen die Leute. Das sollten Sie sich alle ins Stammbuch schreiben. Und deshalb geben Sie den Weg frei für Neuwahlen, damit die Menschen aufatmen können. Nicht nur Kritik an der Regierung, sondern auch an der SPÖ kommt von Michael Schnidlitz von der FPÖ. Die Freiheitlichen haben schon Ende des vergangenen Jahres einen Antrag auf vorzeitige Neuwahlen eingebracht.